Hendrik Balkisch, wohne zurzeit in der Nähe von Koblenz. Ich beschäftige mich zum einen mit Malerei im öffentlichen Raum, habe so eine Sozialisation in der Graffiti-Szene, aber eben auch im akademischen Bereich. Und mittlerweile ist eigentlich mein Fokus mehr auf Ausstellungen, Leinwandarbeiten. Und das Spannende jetzt hier in der Zone ist, dass ich eine Technik von draußen in den Innenraum trage. Ich möchte versuchen, ein Bild zu malen, was sowohl im Außenraum funktionieren würde, was aber jetzt die Leute quasi in einem Innenraum wahrnehmen werden. Ich habe versucht, die natürliche Lichtsituation des Raumes quasi auf das Gemälde zu übertragen. Also auch bei den Porträts kommt die Lichtquelle von links, was ja durch das große Fenster am Ende des Raumes auch die natürliche Situation wäre. Ich denke, das macht es spannend, dass man zum einen sehr wenig Einflüsse von außen hat und mit den wenigen Einflüssen, die man hat, wie eben jetzt das Licht bewusst spielen kann. Ist halt thematisch aus der Sibirien-Serie. Ich habe sehr lange irgendwie auch ein Faible und eine Bewunderung für diesen russischen Sozialismus. Geht ja, wenn man es ganz stark herunterbricht, so um Darstellung der Arbeiterklasse. War immer so mit einem gewissen negativen Aspekt aus der westlichen Betrachtungsweise versehen, dass es zu stark Propaganda ist. Mein Versuch ist eigentlich, diese Bilder zu schaffen mit einer modernen Ästhetik, ohne diesen Propaganda-Effekt und eben Bilder, die eigentlich die Geschichte vom wahren Leben erzählen. Weil ich denke, Russland ist so ein Land, man kann sich informieren, aber die Schönheit und die Seele und das Besondere erschließt sich erst, wenn man vor Ort ist.